Das Land, in dem du geboren bist, zerfällt und dir macht mit. Fast 70 Jahre Umerziehung schafft Deutschland sich ab, Stück für Stück. Man prügelt euch die Schuld der Vergangenheit in jede Falte eures Hirns. Und jeder, der ihr sagt, was er denkt, dem steht Hitler auf der Stirn. Alles zerbricht, denn ein Volk schafft sich ab. Siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder. Das ist unsere Pflicht. Man sagt, früher in der DDR wurde das Menschenrecht verletzt. Man wurde bespitzelt, inhaftiert und gehetzt. Doch wenn ich mich heute so umsehe, hab ich Zweifel hier zu Recht. Der Bürger ist komplett aus Glas, Diktatur ganz einfach umgesetzt. Und während du resignierst, alles zerbricht. Denn ein Volk schafft sich ab, siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder. Das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Pflicht. Und während du resignierst, alles zerbricht. Denn ein Volk schafft sich ab, siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder. Das ist unsere Pflicht.
neues Gesicht als Veranstaltungsleiter. Ich möchte die Veranstaltung also eröffnen und ich freue mich, dass wir nach einer Woche Pause, in der wir das Osterfest gefeiert haben, doch immer noch zahlreiche Protestfreunde erschienen sind. Bei Anmeldung einer Veranstaltung ist das Thema anzugeben. Bisher standen die Kundgebungen immer unter dem Motto der Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen. Wir haben das Thema und den Punkt der Aufarbeitung der Pandemiefolgen erweitert, wie dies zuletzt auch Peter Dierich gefordert hat. Dazu gehören ganz einfache Fragen, wie wir künftig miteinander umgehen wollen, nachdem es der Politik gelungen ist, das Volk zu entzweien und zu entfremden. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, ich werde mich aber im Laufe des Abends noch einmal zu Wort melden. Vorher kommt Harry mit der Presseschau und am Ende wird Peter noch einige Ansagen zu machen haben. Ich muss aber an dieser Stelle noch eine Auflage der Versammlungsbehörde verkünden, die im Zusammenhang mit den aktuellen Kriegsereignissen steht. Ich bitte um Beachtung dieser Regeln, da es sich um strafrechtlich relevante Aspekte handelt. Ich zitiere das Wesentliche der Auflagen. Äußerungen in Schrift und Bild, Ton, Wort oder anderen Darstellungen dürfen keine beleidigenden oder sonst strafrechtlich relevanten Inhalte haben. Der Anfangsverdacht einer Straftat besteht ebenso, wenn eine rechtswidrige Tat oder rechtswidrige Taten in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung gebilligt werden. Rechtswidrige Taten sind zum Beispiel die Verwendung des Buchstaben Z, wenn die symbolische Billigung des russischen Vorgehens in der Ukraine nicht erkennbar ausscheidet, die Verwendung des St. Georgsbandes, die Verwendung der Flagge der ehemaligen UdSSR, der Siegesfahne der Roten Armee oder der Seekriegsflagge der sowjetischen Marine, der Verwendung von Kennzeichen der Nachtwölfe MC oder stilisierte Darstellung des ukrainischen Staatsgebietes ohne die Gebiete der Krim. Ich meine, das hat bisher keine Rolle gespielt und das wird auch weiterhin keine Rolle spielen. So gesehen habe ich da überhaupt kein Problem. Ich möchte aber hier als Veranstaltungsleiter auch noch hinterlegen, ich erwarte natürlich auch, dass von anderen kriegsführenden Parteien hier keine Symbole ausgebreitet werden. So, und damit übergebe ich Harry das Wort. Er wird jetzt die Presseschau in gewohnter Form halten.